Ich finde die Hotelbar auch scheiße, aber... Das Wandern! Es ist Müllers Lohn! Wieder geweckt. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der aufpasst, wie das richtig funktioniert. Jemanden, der dieser Show Klasse gibt und dem Spiel Gerechtigkeit. Unsere entzückende, berückende Assistentin Nina! Was soll das? Was machst du da? Wie auch immer. Also, ihr habt es gehört, er singt Lieder, 10 Stück in 2 Minuten. Und los geht's. Okay. Und der Leiter von Stefan Pfeiffer. Und jetzt wollen wir sehen, wer mehr Trinklieder erkannt hat. Die Frauen oder die Männer? Okay. Bitte einmal umdrehen, eure Tafeln, dass ich das sehen kann. Wenn du es lesen kannst, das ist das Problem. Also das, die Männerschrift kann ich tatsächlich besser lesen. Aber ihr beide in den eisgekühlten Bommelunde. Wow. Ja. Und dann... Rosi. Dann, Kein Bier auf Hawaii? Nein, wenn das, wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre. Okay, wir haben aber als nächstes kommt das Chianti-Lied. Und dann nach dem Chianti-Lied? Trink doch eine mit. Okay, ja, reicht. Ja, okay, ich weiß, ihr hört's. Okay, gefolgt von? Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Das haben die Frauen auch. Ja, der Teufel hat den Schnaps gemacht. Das haben wir gesagt. Kreuzberger Nächte sind lang.
Sehr gut. Gefolgt von? Karacho. In einer klitzekleinen Hafenbar. Nummer 9. Hofbrauhaus. Münchenstein Hofbrauhaus. Ja. Richtig. Und das letzte? Trinkfest. Also, ihr habt den Test bestanden. Ja, ihr seid trinkfest. Ja, okay. Ja. Ja. Also die Frau hat das dritte nächste Mal. Vicky, Dafür hatten die Mädchen den Teufel nicht. Doch, natürlich haben wir den. Der steht doch hier. Aber ich bitte euch. Wir haben also, das Spiel stirbt am Realitätsfimmel der Teilnehmer. Nein, nee, der Teufel. Ja, viel Spaß noch. Der Teufel. Ja, viel Spaß noch. Wir können verlieren, kein Problem. Wir können es. Wer kennt den nicht? Und ich sehe den auch gerne. Ja, den kenne ich. Der ist immer im Duo mit einem anderen zusammen. Der spielt doch diesen Professor. Ich weiß aber die Sendung, den Namen weiß ich nicht mehr. Tatort. Aus welcher Lust. Stadt? Oh, wo kommt der her? Tut mir leid. München, glaube ich. War das Berlin? Münster. Also ich kenne ihn natürlich durch den Münster-Tatort. Und das ist der einzige Tatort, den ich gucke. Börne und Thiel ist immer Action. Er bringt es meistens ziemlich genau auf den Punkt. Und wie finden Sie den Herrn Liefers so als Mann? Auch ganz attraktiv. Sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall. Ein bisschen alt, aber... Sehr nett. Also ja, doch. Ich wäre schüchtern, wenn er mir gegenüber sitzen würde, auf jeden Fall, ja. Ja, also diesen Liefers, den mögen einfach alle. Tja, da sind wir Kollegen. Unsere gute Freundin Nina und unser Notar waren auf der Straße in Köln und sind mit deinem Foto losgezogen. Also Foto ist auch leicht untertrieben. Kennen Sie diesen jungen Herren? Ihn oder ihn? Also das ist der junge Mann aus der Lindenstraße. Das ist der Klausi Beimann. Und wissen Sie, wie er richtig heißt, der Schauspieler? Nein, das weiß ich nicht. Der heißt Moritz, jetzt weiß ich's, oder? Doch, der heißt Moritz. Moritz Sack. Das ist ja ein sehr guter Schauspieler. Wie lange ist der schon in der Lindenstraße? Der hat aber bei Let's Dance mitgemacht oder so, ne? Genau. Der hat 50 Kilo abgenommen, damit er überhaupt ein bisschen Geld verdienen kann. Soweit. Also damit er so tanzen kann. Würden Sie denn auch mal gern mit Moritz tanzen? Wenn er es noch kann, ja. Oh ja, würde ich mich anstrengen, ne? Also ich weiß, müsste ich Ihre Schuhe haben. Hola Nina, mit wem würden Sie eigentlich lieber tanzen? Mit dem Moritz Sachs oder mit mir? Nina ist jetzt aber schon erobert. Ja. Wen findest du denn besser? Judith Rakers oder Linda Servakis? Oh, das ist eine verdammt schwierige Frage. Das ist, die Frage lasse ich nicht zu, Frau. Bitte? Wen finden Sie denn besser? Sie wurde mal mit einer griechischen Göttin verglichen. Wissen Sie, welche Göttin das sein könnte? Ja, die Aphrodite dann höchstens, ne? Ach, irgendeine hübsche Nymphe, würde ich sagen. Und Frauen sind Götter, egal. Yeah! Nicht wahr, Herr Luther? Ja. Fräulein Nina, ich glaube, ich wäre auch ein sehr guter Nachrichtensprecher geworden. Ja, in den 60ern. Und da können wir Spaß machen, dieser Notar zusammen. Er ist für uns als Juror prämiert. Mit anderen Worten, eine Aufgabenkombination, die nur von einem Menschen auf diesem Planeten bewerkstelligt werden kann. Nämlich von unserer entzückenden Assistentin Nina! Also wir erklären mal eben gemeinsam. Genau.
Also, ihr werdet jetzt nacheinander von mir Produkte gezeigt bekommen. Produkte. Und müsst dazu einen Werbeslogan erfinden. Erfinden. Oh. Und ihr müsst ihn singen. Und es gibt noch ein Adjektiv, was ihr dort seht, was ihr bitte einbaut. Ja, ich bin praktisch fix und fertig. Und was? Cremig. Soll der Bartschen cremig sein? Schmier ihn mit der Tube ein. Schmier ihn mit der Tube ein. Du die. Fantastisch! Jetzt bist du dran. Frau Zerwakis, und bitte. Nimm dir an mir ein Beispiel jetzt einfach. Willst du seidige Äste haben, brauchst du eine Kettensäge. Ja, 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 ja. Und man merkt es, ne? Man merkt, dass ich Texterin war. Und merkt. Und Geld. Ein Eierschneider? Okay, alles klar. Sind deine Zähne alt verfault, du kommst beim Essen nicht weiter. Egal ob Gemüse oder Keimzelle mit zwei Buchstaben, nimm den Eierschneider. Keimzelle mit zwei Buchstaben. Ei. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich höre, das war das Ende der Aktion. Wir bedanken uns bei unserer entzückenden Nina. Eigentlich kannst du Nina keine kann so ein Spiel so schön machen wie du. Wäre dir auch was eingefallen? Ja. Zu dem Eierschneider auf jeden Fall, ja. Gut, das erzählst du mir nach der Bühne. Dankeschön, Nina! Linda Zerwakis. Leute, Linda Zerwakis, völlig klar. Zerwakis. Nee. Darauf nochmal ein Schluck. Kennen Sie diesen jungen Mann? Ja, den kenne ich, ja. Genau. Ja, klar. Florian Silbereisen ist das. Das ist unser Freund, den mögen wir. Was glauben Sie denn, der Herr Silbereisen, wenn er nicht Sänger und Musiker geworden wäre? Was wäre dann sein Beruf geworden? Ich glaube, ein smarter Autoverkäufer. Doch, Rechtsanwalter. Ja, das ist ja auch ein sehr spannender Beruf. Genau. Notar. Ist vertrauenswürdig, doch. Auf jeden Fall. Würden Sie von Herrn Silbereisen einen Gebrauchtwagen kaufen? Nee. Ach doch, also doch, eigentlich schon. Ja, er ist allround, er kann alles, ne? Er kann singen, tanzen. Phantom der Oper. Ich glaube, der hat auch schon mal mitgemacht, ne? Das hat er schon mal gemacht. Er hat doch ein ganz tolles Duett gesungen mit Mireille Mathieu. Goodbye, my love, verzeih, my love. Das fand ich ganz nett. Also er ist schon gut, würde ich sagen. Seine Sendung ist immer schön. Fläschchen Bier oder ein Flasche Wein dabei. Dann ziehen wir die Sendung voll durch und genießen das. Und damit zurück ins Studio. Unsere entzückende Assistentin und unser wunderbarer Notar. Treu unserer Devise, alle Kollegen stehen ein für Christine Westermann. Nur Unterstützung von der Frau, die die Rolle von Christine in diesem Spiel spielen wird. Das ist natürlich unsere Assistentin Nina! Eine Rüstung, okay. So, jetzt erkläre ich das Spiel. Jeder hat ein Pferd. Ich darf mal Ritter sein. Welchen Gaul kriege ich? Jeder hat ein Pferd und hier auf jedem Pferd ist ein Ritterhelm. Dieser Ritterhelm macht aus seinem Träger einen furchteinflößenden, tapferen Ritter ohne Furcht und Tadel. Meine sieht ein bisschen aus wie eine Pickelhaube, muss ich ehrlich sagen. Aber, oh, Visier, ja? Du musst ja so durch. So, oder? Lass das Visier auf, denn jetzt kommt eine schwere Aufgabe. Wir nehmen Platz auf unserem Schlachtross. Okay. Also ich finde, ihr müsstet auch im Darmsitz eigentlich. Du kannst aus Solidarität. Das kannst du halten wie die Dachdecker. So, jetzt wie die mittelalterlichen Dachdecker. Und jetzt ist unsere Aufgabe, mit Hilfe unserer Lanzen, diese Kokosnüsse von der Palme zu schütteln. Also, und dann, das wollte ich gar nicht sagen. Und dann müssen diese Kokosnüsse in den Korb. Und das machen wir, wie gesagt, mit unserem ritterlichen Werkzeug, unserer Lanze. Knappen reicht uns unsere Lanzen. Willst du nicht ein bisschen weiter nach vorne? Nein. Und auf los. Was nehmen wir mal? Einfach runter. Los. Okay. Und schnappen. Auf Ach so, die schnappen. Knie. Achso, aufknappen. Oh, oh, oh. Ist eure Lanze auch so wabbelig? Ja. Aber gleich, ich bin ja links. Ich bin ja Linkshänder. Ja, sag mal. Aber dieser nicht Rhythmus so ist gut. Wackeln. Ja, das müsstet ihr doch eigentlich. Yeah. Ja, aber das wird nichts. Was muss ich machen? Achso, in den Kübel rein. Jetzt
muss das Ding in den Kübel rein. Ja, eigentlich ja. Christine, ich gebe alles. Das gibt's doch nicht. Galopp, mach schneller. Vorsicht. Bereit. Jetzt. Ja. Oh, nein, komm, so nein. Ja. Man muss ja Behauptung der Knappenstunde. Es muss ja erst mal jemand hier liegen. Also ja, das bist du ja jetzt. Nein, Nina liegt doch hier für mich. Nein, nein, das brauchen wir nicht. Das steht immer da. Ehrlich, Nina, liegst du hier? Nina, komm her, leg dich hin. Nina, komm. Ich wollte mal zu deinen Füßen liegen. Dann tu dir keinen Zwang an. Christine's Brain. Komm, Nina, jeder Grund ist mir recht, dich vor die Kamera zu locken, muss ich ehrlich sagen. Mein Gott, Nina. Ich darf dann nachher auch so. Ja. Also hier sitzen. Ja, bei dir wird Nina aber schon wieder weg sein. Ach so. So, Christine, also du antwortest und Nina liegt nur so rum. Ja, habe ich das Nina richtig verstanden? Nina ist Christine. Ach, ich Nina bin der Körper quasi. Ich antworte praktisch mit Ninas Hirn. Also. Ach. Oder so. Na, hoffentlich nicht. Soll das eine Drohung sein? So, Ninastine. Die letzte Sitzung war sehr interessant. Wir sprachen über deine Vision. Es ging um Weltmusik. Ja, ich träume immer mal davon, so richtig berühmt zu werden. So berühmt wie Silbereisen oder Alsmann. Und dann denke ich aber, Mensch, meine Güte, wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Und dann will ich gar nicht mehr was machen. Ja, und dann hat man ja immer diese Angstträume über die Katastrophen, die sich im Leben einfinden können, wenn es nicht richtig läuft, zum Beispiel eine Glatze zu kriegen. Ja, das stimmt. Ja. Also bei Frauen ist es ja so kreisrunder Haarausfall. Ja. Und es zeigt sich bei mir nicht. Und dann denke ich, auch da habe ich versagt. Ich bin noch nicht mal in der Lage, kreisrunden Haarausfall zu kriegen. Aber kreisrunder Haarausfall kann natürlich den ganzen Körper befallen. Vor allem, wenn man auf den FKK-Strand geht. Danke. Ach, schade. Danke. So, wie ist jetzt die Konstellation? Bin ich jetzt der Therapeut? Jetzt bin ich und du bist der Therapeut. Was muss ich? Du musst gar nichts. Moment, gleich eine. Nein, nein. Du hast diesen hier. Nee, Florian steht hier. Ach, Florian. Nein, halt, ich bin die Therapeutin. Liebe bitte. Himmel, Herrgott. Wir hätten über das Spiel noch mal 2 Minuten länger sprechen müssen. Ja. Also. Ich zeige mir meinen Sixpack, Leute. Lieber Herr Alsmann, wir. Lieber Herr Alsmann, wir sprachen über Ihr Kindheitserlebnis. Ich habe notiert, Achselhaarphobie. Ich hatte eine schreckliche Achselhaarphobie. Die Kindergärtnerin hatte schulterlanges Achselhaar. Ich hatte Angst davor. Nachts wachte ich auf und rief, nein, nein, nicht das Achselhaar, nicht das Achselhaar. Und mein Vater sagte, Junge, reiß dich zusammen, mit dem Achselhaar musst du klarkommen. Wer Poppe will, muss fündig singen. Also bitteschön. Achselhaar ist egal, auch schon wieder geil irgendwie. Und ich dachte, nein, kein Achselhaar. Oh Gott, nein, oh nein. Nein, und der Silbereisen, der hat ja auch keinen Achselhaar, der kann kommen. Der kann kommen. Und wie war das genau nochmal mit Ihrem Vater Horst? Mein Vater Horst? Das war mein Onkel. Ah, der Onkel Horst. Der Onkel Horst. Wie war das nochmal mit Horst? Onkel Horst war der jüngste Bruder meines Vaters. Und der hat etwas getan, was Hatten Sie mit Onkel Horst Petting? Nein, definitiv nicht. Das ging gar nicht, denn er hat etwas getan, was noch keiner aus der Familie gemacht hat. Er ist aus Münster weggezogen. Und Sie haben gerne getöpfert? Ich habe sehr, sehr gerne getöpfert. Ich habe auch sehr gerne Marionettenkostüme gebastelt. Ich habe sehr gerne Kastanienmännchen gebastelt, Topflappen gehäkelt. Und Sie lebten ja in sehr armen Verhältnissen. No, das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Herr Alsmann, gehen Sie aus sich heraus. Ja. Sie mussten als kleiner Junge oft diesen verschimmelten Brei zu sich nehmen. Das war nicht das Schlimmste, aber die ganzen Nächte hinterm Hauptbahnhof, die haben wir ordentlich zugesetzt. Wo gingen Sie denn dort am Hauptbahnhof eigentlich aufs Klo? Es gab keins. Zu Ihrer Zeit gab es auf den Bahnhöfen noch keine Toilette. In Münster war lange Jahre der Bahnhof selbst das Klo. Was ist denn der Schwartenmagen? Schwartenmagen? Ja, das helfe ich mal gerne aus. Es ist eine köstliche Spezialität aus Fleisch für Leute in Münster, in Westfalen, die nicht auf ihr Gewicht achten. Schwartenmagen? Es wird mariniert, ist das so eine dargeboten. Fette ist immer gut. Und dann kommen da ordentlich Zwiebeln drauf und so. Was war noch mal mit Schwartenmagen? Das wäre so schön gewesen. Ja. Schauen wir das nächste. So, wie geht's weiter? Durch langes Reiben. So, jetzt legt sich Florian hin. Jetzt lege ich mich hin. Christine ist die Psychiaterin. Oh Gott. Ah, noch ein Gläschen und dann schlafe ich hier schön weg. Entspannen. Nina im Ohrensessel, das sieht bestimmt gut aus. Lieber Herr Silbereisen,
Ich höre dich so schlecht. Beim letzten Mal sprachen wir über Ihren Traum, der begann mit einem riesigen Schlund. Mit was begann der Mit Traum? Einem riesigen Schlund. Ja, in dem bin ich ständig gefallen. Nachts bin ich immer aufgewacht und dann stand ein Wal mit einem riesigen Schlund in meinem Zimmer und dann bin ich da immer hineingefallen. War da der stinkende Moloch schon dabei? Der war natürlich dabei, ja. Der hat mich immer fürchterlich genervt, denn ich hatte so geträumt, dass es da schön ist und dass wir dann auf hohe See schwimmen und dann hat es fürchterlich gestunken. Und warum hat es dann mit dem Blümchensex trotzdem nicht geklappt? Weil durch diese Wellenbewegungen es nicht so einfach ist, wenn man erstmal im Schlund eines Wals ist. Wir haben das heute schon gesehen, auf dem Pferd ist es schon schwierig, eine Kokosnuss und dann erstmal in dem Schlund eines Wals durch die Meere zu schwimmen und dann noch zu schnackseln ist schwierig. Ja. Ja. Und wie war das mit der Kuhschnauze? Der Kuhschnauze? Ja, das war ja wieder eine ganz andere Geschichte. Mit Kuhschnauze. Alles, was ich jetzt sage, habe ich morgen wieder Bild in der großen Illustrierten. Was habe ich denn mit der Kuhschnauze? Dann lass mir doch die Kuhschnauze weg und nehme den Schweinerüssel. Oh. Der Schweinerüssel hat es mir angetan. Der hat mich immer gekitzelt. Das war wunderbar. Und Sie haben... Oh, schade, schade, schade. Dankeschön, Nina. Danke. Der Schweinerüssel. Sehr, sehr schön. Super, vielen Dank, ihr Lieben. Das Kuhschnäuzchen und der Schweinerüssel. Du hast das Spiel in elefantöse Höhen getrieben. Herrlich. Nina, fantastisch. Sag mal, ist das... Hört mal auf, Götz. Das ist das bei euch immer so? Ja, wenn Nina da ist, immer. Ist das immer. Damit wir, meine Damen und Herren, unser Spiel auch sauber über die Bühne kriegen, damit alle Regeln beachtet werden und falls wir uns inhaltlich oder mental verlaufen, jemand sagt, da geht's lang, haben wir noch eine Spielleiterin am Start und das ist niemand anders als unsere entzückende, göttliche, wundervolle Assistentin Nina! So, hier geht's hin. Nina, erzähl uns, was passiert. Christine beginnt. Also das Ganze schön volksmusikmäßig. Okay. Das ist jetzt das Lied für Junge Christine. Junge, komm bald. Sing Christine. Sing Christine. Komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, komm wieder nach Haus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Yay! Jawohl! Jetzt muss ich. Ja. Welches Lied muss ich singen? Das gleiche? Nein. Nein. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ach du liebe Güte, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja. Ja, langsam. Also, eins, zwei. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Mit allen Passagieren, mit jeder Stunde, die vergeht. Ach, leck mir. Ja, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Denn es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich. Und dass es dich für immer gibt. Oh Gott. Jetzt hast du doch nicht ausgewählt. Irgendwo auf der Welt. Oh, mein Lieblingslied. Yeah. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit. Ich träum davon schon lange, lange Zeit. Jetzt ist soweit! Dankeschön. Oh, Mann, genau meine Tonart. Danke, nach vorne. Super, danke. So. Christine mit Lili Marleen. Lili Marleen. Ach Gott. Kaserne vor dem großen Tor. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So
Vor meiner Zeit, oder? Wie geht die Melodie? Als am Tag, aber ich helfe dir ein bisschen. Ja? Am Tag als, das war vor meiner Zeit, genau. Als, am Tag als Conny Kramer starb. Oh Gott. Also, eins, zwei, drei. Am Tag als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen am Tag als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn. Mama, Mama, das ist schön. Das ist schön. Das ist ein schönes Lied. Kannst du das auch? Kannst du das? Dann machen wir es zusammen. Ne? Mama, Mama. Okay, one, two, three, four. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, kannst du das Schicksal wieder uns vereinen? Ich werde es nie vergessen, was ich an dir hab besessen. Das ist auf Erden. Das Zimmerfreikorchester und unsere entzückenden